Wolfgang schließt die Luke wieder und führt mich in sein Schlafzimmer. Nach kurzer Kramerei in einem seiner Schränke zieht er seine Stonewashed-Hose und einen dazu unpassenden quietschgelben Rollkragenpulli hervor. Hier, schlüpf da mal rein, meint er mit einem Hauch von Begeisterung, mir helfen zu können. Schnee habe ich die zwei Teile übergezogen und stehe prüfend vor dem Spiegel. Scheiße, denke ich nur und bedanke mich für seine Hilfe. Im 80er-Jahre-Stil, im Gegen-alles-Outfit, verlasse ich winkend Wolfgangs Wohnung und schlürfe in viel zu großen Gummistiefeln die Straße entlang Richtung Arbeitsamt. Er habe nur noch ein paar Schuhe und die brauche er selber, musste ich als Entschuldigung akzeptieren. Auf dem Weg zum Amt werde ich von allen Leuten, heute dem Großteil der Bevölkerung, komisch angeschaut. Was sollte ich auch etwas anderes erwarten?